Ich sage dir wieder ganz einen herzlichen Gruß aus dem geistlichen Zentrum Imbach am Beginn der Fastenzeit. Heuer war in der Fast der Valentinstag mit dem Aschermittwoch zusammengefallen. Aber im Grunde ist es eigentlich auch fast das Gleiche, kommt mir viel. Oder man könnte ja auch sagen, das Eheleben ist ja auch so etwas, was wie eine lebenslange Fastenzeit. Ah, der Pfarrer, wirst du jetzt wahrscheinlich denken, die reden dabei von Sachen, wo sie überhaupt nichts verstehen haben. Na ja, man macht sich halt auch als Pfarrer so seine Gedanken. Zum Beispiel über die Fastenzeit. Wir kämpfen, wir leben seit einem ganzen Jahr schon, wir in der Fastenzeit, alles reduzieren. Kontakte soll man weniger haben, nicht am Treffen, Großhaus sollst du nicht gehen. Wir sind so eingegangen direkt. Ich habe heuer gar nicht so Lust eigentlich, jetzt nur mehr Fasten und weniger machen. Wenn man andererseits denkt, könnte man sagen, reduzieren muss nicht unbedingt heißen, weniger machen. Reduzieren könnte ja auch heißen, konzentrieren. Also wenn man heuer sozusagen die vielen Kontakte nicht leben können, ich denke, es ist auch die Chance drinnen, dass wir diese wenigen Kontakte intensivieren, vertiefen. Also zum Beispiel mit deiner Frau oder mit deinen Kindern oder mit deinen Eltern. Wenn uns das in der Fastenzeit gelingt, dann hat man nicht was verloren, sondern was gewonnen. Dann konnte man wirklich Ostern Auferstehung feiern. Ja, da macht man sich halt als Pfarrer so seine Gedanken. Oder zum Beispiel über das Symbol der Liebe. Schnell ist verblasen, die Liebe. Und in sein Leben auch. Gedenke, Mensch, dass du stark bist, hast du am Aschermittwoch. Ja, wenn wir ewig leben, braucht man aber nicht aufpassen auf die Liebe. Aber wir haben noch eine kurze Zeit. Und darum müssen wir gut auf das schauen, was uns wichtig ist. Jetzt haben wir heuer beim Garage zum Raum so ein Gestänge gefunden. Es ist zwar schon ein bisschen verbogen, aber man kann es ja ausbieren. Und man kann es ein bisschen nett gestalten und der Muttertag fahren wir nicht da. Vielleicht habt ihr auch so etwas daheim, im Wohnzimmer vielleicht, in der Nick oder gar im Schlafzimmer. Könnte natürlich auch sein, dass da in der Garage irgendwo unten ist. Dann hättest du in der Fastenzeit die Chance, dass du es rausholst. Dass du es ausbirgst vielleicht, dass du es sogar nicht gestaltest, dass das dann wieder schön ist. Dann war ja die Fastenzeit direkt so etwas, als wäre ein 40-tägiger Valentinstag. Und wer weiß, am Ende hält es noch um mich bis zum Muttertag. Und wenn du sogar noch drüber rausgegangen, da konnte in keiner Ehe ja direkt eine lebenslange Fastenzeit werden. Also, Fastenzeit nicht als Zeit zum Reduzieren, sondern zum Intensivieren. In dem Sinn wünsche ich dir eine gute Fastenzeit. Ah ja, wenn du jetzt zufällig dies oder am Valentinstag vergessen hättest, hättest du vielleicht am Aschermittwoch noch eine Chance, weil Valentinstag und Aschermittwoch ist eh ungefähr das Gleiche. Ich wünsche dir alles Gute und schicke dir jetzt noch einen Gruß mit dem Symbol der Liebe.